Es war einmal vor langer Zeit. So beginnen viele gute Geschichten. Aber unsere ist eine der echten steirischen Geschichten und die beginnen oft so. Der Erzherzog Johann hat... Erzherzog Johann hatte in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts den Anstoß zur Schaffung eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit gegeben. Und 1828 war es soweit. Die Grazer Wechselseitige wurde gegründet und machte sich auf den Weg durch die Geschichte. Begleitet von den Worten des Erzherzogs. In der Eintracht vieler liegt die Kraft, die das Gute bewirkt. Dazu beizutragen, ist eines jeden Aufgabe. Die Versicherungsgesellschaft kam sehr schnell in Schwung. Ihre erste Aufgabe war es vor allem, die Landbevölkerung vor den existenzbedrohenden Folgen des Feuers zu bewahren. Jahre nach der Gründung zählte die Wechselseitige bereits über 90.000 Kunden. Der Sohn von Erzherzog Johann, Franz Graf von Meran, modernisierte das Unternehmen. Zum Prinzip der Wechselseitigkeit kam eine zeitgemäße kaufmännische Führung. Zusätzlich zu Gebäuden wurden nun auch das Mobiliar und sogar das Spiegelglas versichert. Die Grazer Wechselseitige war in der Steiermark, in Kärnten und der Krain fest verankert. Obwohl vornehmlich für die ländliche Bevölkerung gegründet, hat die Wechselseitige auch in den Städten, vor allem in Graz, von Anfang an gut Fuß gefasst. 1909 kam als vierte Sparte die Hagelversicherung dazu. 1913 wurde eine Deckungssumme von umgerechnet 7 Milliarden Euro erreicht. Aber dann zogen Wolken auf. In ganz Europa. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges begann für das neue Österreich ein mühsamer Weg und auch die Grazer Wechselseitige kam nur langsam wieder in Tritt. Erst 10 Jahre nach dem Kriegsende wurde wieder das Vorkriegsprämienniveau erreicht. Und kaum hatte man sich konsolidiert, rollten zuerst die Weltwirtschaftskrise und dann ein noch viel größeres Unheil, ein neuer Krieg über die Menschen und Unternehmen unseres Landes hinweg.
Es dauerte nicht 1000 Jahre, sondern Gott sei Dank nur 7. Und die Grazer Wechselseitige machte sich gemeinsam mit ganz Österreich an den Wiederaufstieg. Die Wechselseitige wurde nun bereits vom Urenkel Erzherzog Johanns geführt. Die bewährten Traditionen wurden weitergepflegt in einem zunehmend moderner werdenden Unternehmen. Die Gesellschaft veränderte sich, wurde vielfältiger, der Wohlstand kam so nach und nach. Und so waren auch neue Versicherungsprodukte gefragt. Kraftfahrzeuge und moderne Technik wurden versichert. Und schließlich stellte sich die Grazer Wechselseitige 1972 mit dem Einstieg in die Lebensversicherung auf ein neues Standbein. Es geht nicht mehr nur um Sachversicherung. Die Entwicklung zum Wohlstand verlangt Sicherheit im Lebensstandard und in der Altersvorsorge, immer begleitet vom solidarischen Selbstverständnis einer Versicherung auf Gegenseitigkeit. Den nächsten großen Sprung machte die Grazer Wechselseitige 1991. Der Weg in die Internationalisierung begann in Slowenien und führte bis 2003 in 8 Länder Zentraleuropas. Die Grazer Wechselseitige hat den Schritt zu neuen Ufern und zum weltoffenen internationalen Unternehmen geschafft, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Grazer Wechselseitige, seit 175 Jahren auf Ihrer Seite.